Yo, in dem Video spielen wir zusammen die Minecraft One Chunk Challenge, in der wir versuchen müssen, Minecraft auf einer vorgefertigten Map, die nur aus einem Chunk besteht, durchzuspielen. Aber wie zu erwarten, ist auch vor der Aufnahme schon einiges schiefgelaufen. Digga, Fuchs, du Vollidiot! Wir haben nur ein... Wir haben nur ein Schwein getötet! Ey, wenn wir nur ein Schwein haben, dann können wir die gar nicht breeden, Digga. Ja? Ja, wir brauchen keine Schweine. Doch, wir brauchen Schweine! Wir brauchen Essen! Das ist doch egal. Digga, die Tür hier ist verpackt! Ja, lass nochmal neue Map starten, oder? Du wirst angezeigt des Hochverrats. Und nachdem Fuchs uns dann mit seinen Eltern gedroht hat, falls wir ihn nicht mitspielen lassen, mussten wir erstmal die Fronten abklären und haben schon mal heimlich ein paar Dinge getauscht. Aber psch. Ja. Komm ins Haus. Ich hab erfüllt. Ja. Oh shit. Was machst du da? Geh weg. Das versperrt mir den Weg. Guck, das ist unser Türsteher. Der Dorfbewohner sagt die ganze Zeit, Bruder, warum schlägt mich mein Betreuer immer? Bruder, was machst du da? Ich mach gar nichts. Ich muss das aufstellen. Bruder, du bist ein Ehrenmann, ja? Oh, er sagt's nicht mehr. Oh Gott, ich bin kein Ehrenmann mehr. Und nun, da alle Probleme aus dem Weg geschafft sind, könnten wir direkt mit der One Chunk Challenge anfangen, wenn er nicht Fuchs wäre. Der permanent versucht, uns zu sabotieren. Das Schwein ist gerade runtergesprungen, oder? Ja, es hat dich gesehen, hat gesagt, fuck it. Wir haben ein Schwein weniger. Warum? Warum wirfst du wieder runter? Ich hab's ganz genau gesehen, wie du das gemacht hast. Ja, Fuchs hat vorhin auch versucht, dich zu schubsen, ich wette. Der wirft auch mit Eiern. Digga, was ist falsch mit dir, Fuchs? Digga, Fuchs, hör mal auf, wir sind noch gar nicht mittendrin. Digga, nee, das nächste Mal kicken wir Fuchs aus der Aufnahme. Okay, seid ihr jetzt ready für euren Scheiß? Ihr müsst doch immer... Ja, Leute, dann... Er ist tot. Hey, Leute! Hey, Leute, ich bin's, Conny. Das war's. Wir spielen Minecraft. Also hier hinten gibt's eine Kiste. Warte, willst du nicht in die Kiste schauen hier hinten? Ja, doch, ich will rein. Was ist in der Kiste? Alles meins. Ich habe mir die Schaufel geklaut. Ich habe einen verzauberten goldenen Apfel. Ich habe zwei Eier. Was? Ich habe einen Huhn geboren. Und sofort sind wir losgespeedet, haben Bäume abgebaut und sind die Erde gegraben, unsere Rationen aufgeteilt und dann bemerkt, dass wir gar keine Ahnung haben, wie man Minecraft speedrunnt. Das dürfte noch eine lange Aufnahme werden. Naja, immerhin konnten wir Fuchs ärgern. Anton, ja. Du kriegst zwei Brot. Fuchs, du kriegst einen Apfel. Ey, warum darf Fuchs die ganzen Vitamine haben? Und nach nur ein paar Minuten haben wir schon die ersten Diamanten gefunden, weil, naja, es war ein Chunk, wir konnten einfach runterspringen. Komm hier rein in meine Base. Hier ist auch das End. Womit Louis auch zu dem Punkt kommt, der uns die gefühlt nächsten 300 Stunden beschäftigen sollte. Das Endportal, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Perlen. Und hilfsbereit wie ich bin, habe ich mich dazu entschieden, diese Aufgabe erstmal Louis zu überlassen, während ich mich um andere Dinge kümmerte, wie die Beschaffung von Obsidian, das Bauen eines Cobblestone-Generators, zuschauen, wie Victor eine Holzfarm aufbaut, die Map mit Half-Slabs auszukleiden, damit die Mobs nicht kommen, der erste Besuch im Nether, gefolgt vom ersten Besuch bei uns, gefolgt vom zweiten Besuch bei uns, gefolgt vom noch mehr Farming, noch mehr Bauen und nach nur ein paar Stündchen ging ich dann auch mal unter die Erde, um es da unten etwas sicherer zu machen und auszuleuchten. Das war nicht sehr erfolgreich. Fuck. Ich höre nur eine Explosion. Okay, ich muss runter. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Oh, cool ist. Ja. Schlag mich. Wir dachten, hey cool, wir haben nur einen Chunk. Das wird easy. Und dabei bin ich hier und da vielleicht 1, 2, 3, 400 Mal gestorben. Weshalb ich dann auch sehr froh war, dass mein guter Freund Dylan Dust mir zur Hilfe gekommen ist, weil er gehofft hat, da unten ein paar Enderperlen zu finden. Tatütata, Verstärkung da. Natürlich wurde daraus auch nichts und die Stunden vergingen weiter und weiter. Und was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich auch irgendwie nicht. Aber meint ihr, ich werde es überleben, Leute? Ja, Mann. Los geht's. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich gerade lächle. Wegen den Geräuschen.
Und gelohnt hat sich das nun auch wieder nicht. Aber wenn man stundenlang auf einem winzig kleinen Minecraft-Schrank gefangen ist, dann wird man nun mal ideenlos und verzweifelt. Na gut, vielleicht war ja auch nur ich verzweifelt und einsam und die anderen haben ihre Enderperlen gefunden und sich schon vorbereitet und ich habe nicht mitgemacht, aber ja, da gibt's keine Arme. Hey, ich hab mein Geld zurück, Digga. Mehr. Danke. Hier hast du mein Geld. Hier mein Geld. Ich will kein Geld. Ich hab die beste Ausrüstung in Minecraft. Ist jetzt mal euren Respawn-Point hier. Mach ich. Verpiss dich, Anton. Verpiss dich. Das ist so bequem, ich will nicht. Kennst du das, wenn du aufwachst, aber nicht aufstehen willst? Weißt du, ich mach mein eigenes Bett. Du bist nicht aufgewacht. Ich hab mich aber hingelegt, nach einem harten Arbeitstag. So, seid ihr ready? Ich bin ready! Ja, wir haben Wolle. Hey, Anton! Ja. Anton! Okay. Was denn? Okay, alles tamam, alles tamam. Okay, seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Ach du Scheiße. Wir haben einen Kristall. Ich hab einen Bogen mitgenommen, keine Angst, Leute. Ich hast du Blöcke? Ja. Ich baue mich auch hoch. Das ist ja großzügig hier. Naja, wofür ihr eure Blöcke braucht. Ist so. Ich habe Lakaien. Wir hätten nur einfach fliegen können. Hey, Lakaien! Ich hab einen Hast du den Kristall kaputt gemacht? Nein, er ist instant in mich reingeflogen, wie ich höre. Ich hab ihn getötet! Er regeneriert sich. Ich halte ihn hin! Nein! Anton ist tot! Ja, ich hol ihn! Ich hol ihn! Oh, fuck! Das hätte es werden können, wenn ich MLG-König wäre. Ich mach schon keine Angst. Okay. Hab ihn. Ich hol Enderperlen. Gut. Die Endermen wissen nicht, wo sie sich hin teleportieren können, oder? Die akzeptieren einfach, dass sie jetzt sterben, wenn man sie runterschubst. Naja, ich baue mir eine kleine Plattform. Ist das schon vorbei? Ich brauche ein bisschen mehr Holz. Ich möchte eine Tribüne bauen, von der die Königin aus nächster Nähe zuschauen kann. Warum greift er dich eigentlich nicht an, Anton? Ich bin die Königin. Ich will hier nur nach oben. Das war wohl nichts mit nicht angreifen. Ich töte ihn. Ich wurde vom Server gekickt? Ich hatte den OP-Apfel drin. Ich war unsterblich. Wie konnte ich ein One-Hit sein? Das Bett hat so viel Sprengkraft. Ja, ja. Ich dachte, das ist eher wie so ein Creeper. Nein, das Bett ist krank. Also wurde ich umgebracht von meinen Lakaien. Ja. Nicht von mir, Sir. Nicht von mir, Sir. Naja, ich habe mir meinen Zepter zurückgeholt. Schon wieder! Wie soll ich mein Zepter? Das fällt jetzt aus der Map! Mein schönes Dia-Schwert! Ihr bleibt da. Ich baue uns einen Schutzbunker! Er ist hoch! Ja, wir haben ihn! Was habt ihr? Ah, oh, die Nachbarn drehen schon wieder den Bass auf. Wir haben ihn, XP! XP, Leute, XP. Leute, ich hab nicht ein XP abbekommen, weil ich hier in dem Loch chill. Und du hast das Abbauen unterbrochen, Victor. Warte, ich muss das erstmal selbst begutachten. Der König entscheidet, ob wir gewonnen haben oder nicht. Digga, das ist nicht. Ich wollte das Ende rein. Digga, das ist Real Talk. Was Fuchs hat die Königin getötet, das ist Hochverrat! Fuchs! Kann das am Ende deines Videos kommen? Fuchs zündet alles an! Ich schwöre, Fuchs ist der größte Verräter. Was? Was? Ich glaube, das war's mit dem Loch. Was denn da am Loch auf mich? Ach, gucke mal. Hat sich doch gelohnt. 3 Level. Wir haben das alles aufgebaut. All die Stunden, nur damit Fuchs es kaputt machen kann. Der Übeltäter. Gott hasst dich, Fuchs. Das war's mit dem Video. Mann, ich will auch. Ich will auch. Nee, Fuchs nicht. Ja, Fuchs nicht. Schreibt's mir in die Glocke, wie ihr das Video fandet. Lasst einen Kommentar da und Dings der Bums da. Das war's und ciao. Wo seid ihr überhaupt?